Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hat das jemand verstanden und kann mir erklären, was er gesagt hat? Nein, aber es hat sich schön angehört. Fand ich auch. Aber könnt ihr singen? Ihr habt mich doch schon singen hören. Könnt ihr öfter singen? Gut, ja, wir könnten einen Hut vor euch hinstellen und man wirft euch Münzen zu und dann... Das geht auch in dem Krieg nicht. Münzen sind diese seltsamen Metallscheiben, die ja Menschen miteinander tauscht, öffentliche Dinge miteinander tauscht, nicht wahr? Genau. Richtig. Also richtig. Ganz praktisch. Und muss ich dann aber nicht auch diese Scheiben zurückwerfen? Nein, nein. Ich habe keine. Ja, genau, so bekommt ihr welche und ich dann stand... könnt ihr euch schöne Sachen eintauschen. Und seht ihr, ich stand an diesem großen Tor und der Mann mit den vielen Eisen am Körper hat versucht mir zu erklären, dass ich so eine Scheibe mit ihm tauschen müsste. Irgendwann hat er mich dann. Irgendwann hat er mich dann doch durchgelassen. Ich weiß nicht warum. Oh, keine Sorge, da kümmern wir uns drum. Eigentlich musst du die Scheibe tauschen, damit du in die Stadt darfst. Ihr Menschen und eure Bräuche, ihr seid mir ein Rätsel. Gibt's das bei dir nicht? Darf bei euch einfach jeder ins Dorf? Oder Sippe oder. Natürlich. Was? Unsere Siedlungen haben aber auch schon lange, lange keine solchen Mauern mehr. Also könnte ich einfach bei euch in die Sippe laufen, wenn ich wollen würde? Und wenn ein Drache kommt? Das ist ein guter Punkt, das könnte passieren. Nun, deswegen sind unsere Dörfer tief im Wald verborgen. Und wenn ein Walddrache kommt? Gibt es so etwas wie einen Walddrachen gibt es in dieser Welt nicht. Bestimmt Walddrachen. Also nun werdet ihr aber albern mit den Drachen. Die Drachen könnten selbstverständlich fliegen. Eine Mauer würde einen Drachen also nicht aufhalten. Mauern von Xorlor schon. Ja, aber ihr seid ja auch unter dem Berg gebaut. Das ist ja doch etwas ganz anderes. Ja, Mauern sind Mauern. Nun, die Mauern von Tishana haben die Herrscherin des Rattenkindes auch nicht aufgehalten. Ah. Tishana? Was ist das für ein Ort? Oh, das ist eine interessante Sache. Tishana. Erzähl doch etwas. Vielleicht ein anderes Mal. Wollten wir nicht einen Spaziergang machen? Ja, stimmt. Mit Isarun und über Bögen und Armbrüste reden. Ach. Ja, das ich bin sehr interessiert, mehr über eure Handwerkskunst zu hören. Sie erscheint mir sehr interessant. Wollten wir los, nicht wahr? Ja, hier gibt es doch ein Handwerkerviertel, oder nicht? Bestimmt, dafür ist die Stadt zu groß, dass es keins gibt. Ich meine, es wäre irgendwo im Norden oder so. Ja, seid ihr definitiv auch schon vorbeigekommen, als ihr über die Brücke gegangen seid. Doch Mendarion ist da jetzt vor kurzem dran entlang gegangen. Ingwacht. Müssen wir jetzt eigentlich noch irgendwas tun, Abelmir? Also ich wurde noch nie angeklagt. Was macht man dann? Man bereitet sich geistig drauf vor. In eurem Fall also, nun ja, nicht viel. Abelmir! Ich weiß nicht, ob das jetzt beleidigend sein soll, aber das würde ich natürlich nicht hoffen. Läuft das so wie... Sonst kommst du da nämlich nicht mehr an, dass sie dich verurteilen können. Läuft das so wie in Aranien? Also müssen wir uns einen Anwalt nehmen und gibt's... Dann sollten wir uns auf jeden Fall einen weiblichen Anwalt nehmen, wenn das wie in Aranien läuft. Vielleicht kann Isarun dein Anwalt sein. Isarun, könnt ihr das? Ich glaube nicht, dass das gestattet wird. Immerhin handelt es sich um ein Gildentribunal und ich gehöre nicht dieser Gilde an. Seid ihr nicht in der Gilde? Ich dachte, ihr seid auch in der Gilde. Sie ist in der anderen, sie ist in der ohne Farbe. Ich bin im Bund des weißen Pentagrammes. Abelmir gehört der großen grauen Gilde des Geistes an. Neuerdings. Aha. Und nicht so geistreich der Mann dafür, dass er in der Gilde ist. Du gehörst nicht zu seiner Sippe, aber du bist lange mit ihm gereist. Da solltest du doch sicherlich auch sprechen dürfen. Genau, du kannst von seinen vielen Missetaten berichten. Heldentaten, wohlgemerkt, Heldentaten. Oh ja, und dass Abelmir fast einmal Zitronenfarmer geworden wäre. Ja, richtig, er hätte Orangen angebaut, ganz wunderbare Bäume. Nun, ich denke, das ist weniger interessant für die Gilde. Ja, vermutlich nicht. Nun, sollte die Gilde mich in den Zeugenstand rufen, werde ich natürlich nicht meine Aussage verwehren. Aber ich denke doch nicht, dass es wahrscheinlich ist. Wenn deine Gilde es gestattet, möchte ich mir das gerne ansehen. Ich bin gespannt, erfahren, wie ihr Menschen so etwas miteinander klärt. Ich denke, es wird einen Gasthörerplatz für euch geben. Wir könnten uns alle in den Zuhörerraum setzen. Oh ja, und wir werden Wimpel kaufen und für euch wedeln, Abelmir. Wohltags, haltet albern.
Denn ich war mal bei einem Imanspiel und da hat man das so gemacht. Es ist kein Imanspiel, es ist eine ernsthafte Verhandlung. Es geht um meine Zukunft. Also gibt es keine Wimpel bei der Verhandlung. Nun ja, im schlimmsten Fall. Es gab in früheren Zeiten Verurteilungen, die mit dem Feuertod endeten. Wollen wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Vermutlich. Das wäre durchaus ironisch. Ja, wenn ihr das sagt. Ich hoffe, ich komme mit einem. Ich kann meine Überlegungen und Argumente darlegen, sodass ich vielleicht mit einer kleinen Geldstrafe hinwegkomme. Ich denke, Carino kann dir bestimmt was besorgen, dass wenn die dich dann verbrennen, dass du gar nichts merkst. Carino, da kriegen wir was zusammen, oder? Moment. Ich habe ja jetzt bei Xenos auch das ein oder andere gehört, als ich da so meditiert habe und so. Ich könnte deinen Leib auch einfach in Feuer verwandeln und dann spürst du das Verbrennen gar nicht mehr. Wir wollten das vermeiden. Das klingt doch gut. Ja, Boltax, vergesst nicht, dass es hier um die Punina Akademie geht. Also, die kennen sich mit Magie schon aus. Ja, so könnt ihr euch noch einen Wein mit für den Weg nehmen, den ihr dann natürlich dann, während ihr die große Straße, die Prachtstraße entlang geht, könnt wie gesagt vorher noch die Tür zuziehen, abel mir wie gesagt mit einem Wein oder sowas in der Hand für den Weg, die Prachtstraße herrlich bepflanzt mit den Königspinien, während ihr euch dann weiter unterhaltet und dann gemächlich den Hügel nach unten steigt. Ist eigentlich ganz schön hier, also. Ja, es ist sehr schön hier, ich mag diese Stadt. Ja, es ist nicht so beengt wie in Gareth. Über euch, nicht zerstört. Über euch dann auch der große Palast von Kaiser Selindian, so wie er eventuell genannt werden könnte. Ist wie gesagt noch nicht wirklich gekrönt. Er ist zumindest schon König von Almada, aber die Kaiserkrone fehlt aktuell noch, weil er noch minderjährig ist. An seiner Stelle sitzt dann natürlich seine Großmutter Alara, die dann für ihn in Gareth residiert und das Ganze dann mehr oder minder verwaltet. So könnt ihr Goldacker hinuntergehen und dann nach Tiefenbrunn gelangen, wo Kiaras erst vor kurzem einmal wieder entlang gegangen ist, wo dann eher das gehobene Patriziat sitzt, die gutbürgerliche Handel, ein paar altbosporanische Stadtvillen, so dass Abelmir sich auch hier sehr zu Hause fühlen würde. Aber wenn man in einem kleinen Palazzo sitzen kann, ist das natürlich schon wesentlich besser. Prachtvolle ukurianische Gebäude aus der Priesterkaiserzeit und so, könnt ihr wieder in Richtung von Ingvacht gehen. Kiaras fühlt sich trotzdem wieder einmal nicht ganz wohl. Irgendwas fehlt. Sagt, bin ich der Einzige, der sich beobachtet fühlt? Ich will mich mal von der links und rechts umschauen. Ja, ist ein hübscher Junge, ne? Da bleibt das nicht aus. Dieser Ort ist voll mit Menschen. Ich glaube, ich habe einen Elf gesehen. Ja, das schon, doch. Nun, ich bin es wahrlich gewohnt, beobachtet zu werden, aber. Ich weiß nicht, ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Glaubt ihr, will einer frech werden? Den kümmern wir uns dann schon. Ja, also wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, das sollten wir ernst nehmen. Ist wieder ein Gotongi unterwegs? Hier? Ja, ich hoffe nicht. Das wollte ich doch wohl nicht hoffen. Man weiß nie. Nun, zur Sicherheit können wir sicherlich eine Alraune entzünden. Nun, aber... Na, ist vielleicht, aber... Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Aber sag mal Bescheid, wenn du irgendwas Spezielleres merkst. Ich halte mal die Augen auf. Naja, vielleicht bilde ich es mir auch mal ein und... Nun, vielleicht ist es auch... einfach nur andere Blicke, weil... Naja, kein Schatten und so. Ja, da kümmern wir uns noch drum. Die Dinge kriegen wir noch wieder. Ich weiß noch nicht genau wie, aber das machen wir schon genau. Ja, wir müssen diesen verdammten Mönch wiederfinden. Ach so, den, ja. Wieso müssen wir den wiederfinden? Nun, aktuell glaube ich, dass ich ihn abstechen muss, um ein Schattenzeug zu bekommen. Ah. Wenn er es nicht ist, dann nun. Kann auch nicht schaden, wenn er mir abstellt. Das ist richtig. Ja, auf jeden Fall. Aber die ganze Stadt hat scheinbar irgendwie keinen Rondra-Tempel. Also ich habe zumindest noch keinen gesehen. Habt ihr schon einen gesehen? Es gibt bestimmt hier.
Sonderausgabe. Bursche, kommt einmal her. Ja, mein Herr. Gebt her. Hier, drück ihm ein paar Kreuzer in die Hand. Ja, drückt dir eine Sonderausgabe vom Mavetorischen Boten in die Hand, schiebt seine Bastenmütze nochmal zurecht und bedankt sich nett und artig bei dir. Danke, mein Herr. Nichts von gut. Ja, direkt auf der Ausgabe das Wichtigste zuerst. Wir trauern um eine große Tote. Amine Horas ist von uns gegangen. Was? Ach, ich bleib erst mal stehen. Mit Kreidebleich. Was ist denn das? Was ist los, Abimir? Haben die endlich wieder vernünftige Redakteure? Sind die dessen Dämonenarmee ins Reich eingefallen? Wo müssen wir hin? Amine ist tot. Oh, das ist sehr traurig. Wer? Ja. Wollt ihr noch ein Bier, Abimir? Das ist keine Zeit für ein Bier. Aber Amine Horas, die Kaiserin des Horasreichs, ist tot. Versteht ihr das nicht? Was ist denn passiert? Steht was drin? Kanntest du sie denn gut? Natürlich kannte ich sie nicht. Sie ist die Kaiserin. Sie ist die sein Horas. Sippensprecher. Sein Sippensprecher, sozusagen. Mhm. Von allen, die so sind wie er. Und dann hat sie ihren, wie würden wir sagen, Lebenszweck erfüllt, oder? Sie vorzeitig von euch gegangen. Er sagt ja nicht, was drin steht. Möglicherweise. Sie ist, glaube ich, sehr alt geworden, oder? Oh, Moment. Aber doch dann gut, wenn sie sehr alt geworden ist, nicht wahr? Ich verstehe es also wirklich nicht, was das bedeutet. Naja, doch, mein herzliches Beileid und ja, verstehe schon. Nein. Ihr versteht nicht, was ich sage. Amine Horas ist tot. Aber wir verstehen die Sprache, die du sprichst, sehr gut. Du sagst immer wieder das Gleiche. Du sagst nicht was Neues. Ja, gibt es vielleicht irgendwelche Informationen, die damit einhergehen, die du gerne mit uns teilen würdest? Ich versuche euch zu vermitteln, was es bedeutet. Amine Horas ist die Kaiserin des Horasreichs. Ja, das sagt ihr schon drei oder viermal. Nun, was passiert, wenn eine Kaiserin stirbt? Gibt entweder einen neuen Kaiser oder eine Kaiserin, eins von beiden. Ich weiß nicht, wer bei euch gerade die Erbsituation aussieht. Das würde im besten Fall passieren. Und was würde passieren, wenn sich mehrere Kinder um das Erbe streiten? Ach, nicht auch noch da, oder? Im schlechtesten Fall Bürgerkrieg, im besten Fall bringt das eine Kind die anderen alle um. Nein, solltet ihr nicht dann einen neuen Sprecher auswählen? Im besten Fall setzen sich alle zusammen, man diskutiert darüber, man bringt Argumente vor und dann wird entschieden in großer Runde. Also ganz ehrlich, die Probleme des Horasreiches möchte ich haben. Nun ja, was passiert, wenn der Bürger wirklich im schlimmsten Fall ein Bürgerkrieg ausbricht? Gibt's denn da so viele Leute, die da Anspruch haben? Ich kenne mich damit übrigens ehrlich gesagt gar nicht aus. Nun, es gibt Schlimmeres, was in der Welt gerade vor sich geht, um das man sich kümmern muss. Ja, aber... Ja. Ein Bürgerkrieg. Abimir, wie viele Thronanwärter gibt es denn, die sich streiten? Nun, sie hat einen Sohn und eine Tochter. Ja, wer ist der Ältere oder die Ältere? Der Sohn ist der Ältere natürlich, ja, aber... Er hat der Sohn. Ja, bloß Armenien bestimmte die Tochter zur Thronfolgerin. Ja, dann erbt die Tochter. Ihr seht die Problematik. Ein Bürgerkrieg würde ausbrechen. Das Horasreich. Ja, das ist jetzt aber auch eher wie eine Schwarzmalerei, nennt man das. Vielleicht wird das ja auch alle gar nicht so schlimm. Vielleicht tritt der Sohn ja ab und sagt, ist okay. Nun wollen wir es hoffen, aber ich fürchte das Schlimmste. Zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Warum streitet ihr Menschen euch immer so sehr darum, wer euer Sprecher wird? Weil die Menschen gerne sprechen. Ja, das habe ich gemerkt. Ist das bei euch keine besonders geehrte Position? Also würdest du dich nicht freuen, wenn du der Sippensprecher von deiner Sippe wirst? Nun, natürlich nicht. Es liegt nicht in meiner Natur, für die Sippe zu sprechen. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum sollte ich es tun, wenn es doch jemanden gibt, der es besser kann? Okay, das verstehe ich. Ja gut, das verstehe ich. Macht Sinn. Vielleicht liegt es daran, dass ihr Menschen so viele seid. Vielleicht gibt es einfach zu viele, die es können und ihr könnt euch nicht entscheiden. Das trifft es eigentlich ganz gut, ja. Nun, aber wenn deine Sprecherin tot ist, musst du dann zu dieser
Anklage noch hin? Natürlich. Dann müsst ihr erst eine neue finden. Ihr versteht nicht ganz. Wir sind mehr als nur 5. Wie in eurer Sippe. Oder 10? Ich weiß es nicht. Also Menario zählt gerade im Hintergrund in seinen Fingern ab. Er ist praktisch Mitglied bei mehr als einer Sippe, sozusagen. Und es ist sozusagen, wenn man mehrere Wälder voll mit Elfensippen zusammenzählt. Und das nochmal verdoppelt oder verdreifacht. So viele sind die. Appell mir das gerne mal auf Staatskunst würfeln und während Kieras dann den Artikel überfließt, mit einem wohligen Grinsen, dass Oron endgültig besiegt ist, also wahrscheinlich hat es das jetzt wieder in den Boten geschafft, kann Iseron einen weiteren Exkurs finden, der wohl ein bisschen kleiner ist, aber doch nicht minder wichtig für euch. Ach, vom Geiste und den Wissensschätzen der ehrwürdigen Prichia von Galischgrötz zu Grangor. Nur eine Handvoll Zauberer in der großen grauen Gilde des Geistes genoss in den vergangenen Jahrzehnten ähnlich großes Ansehen als Wissenschaftlerin wie Prichia von Grangor. Ihre Arbeiten stellten wohl gemeinsam mit der arithmetischen Magie des Erzmagus Robak von Punin aus Kuslik, der umstrittenen Sphärologie des Aleia Ambaret aus Torval, der Analysekunst des Salandrion, Farnion Finkenforn aus Punin und der Neuentdeckung der Magica Phantasmagorica, der Illusionsmagie, als ernsthafter Wissenschaft durch Metelessa Jakomari aus Zorgan, die Speerspitze arkaner Forschung. Was habt ihr jetzt gerade gesagt? Ich hab's gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Nun, es handelte sich dabei um eine sehr, sehr große Magierin, die bedeutende wissenschaftliche Fortschritte gemacht hatte. Wir haben sie doch auch getroffen, wenn ich mich recht entsinne. Wir treffen immer so viele Leute. Könnt ihr das eingrenzen? Das ist die Dame, die von den Schmetterlingen umflattert wurde und ihr Gedächtnis verlor. Ah, die! Ja. Die war nicht. Ich kann Horon ihr ja auch helfen. Also, wenn er es bei unserer Patientin schafft, vielleicht können wir sie als nächstes dahin bringen. Nun, ich fürchte, die Situation stellt sich etwas ernster heraus. Ihr Wissen ist ihr nun ja abgezapft worden, so wie er ja ein Bier aus einem Fass zapft. Musst du neues Bier oben reingießen. Du erinnerst dich natürlich auch an die Situation, wo du die Moskitos wieder eingefangen hattest und dann noch der falschen Person, der Brabakerin, gegeben hattest, die sich dann mit ihrem Wissen davonmachte und nie wieder gesehen ward. Aber während du dann den Artikel von Almene Horas auch durchgelesen hast, wird dir klar, wie der Erbfolgekrieg aussehen könnte, wenn er denn ausbrechen sollte. Der aktuelle Favorit wird wohl Timur Horatio Fedaion sein. Gut. Die Timoristen sind nicht ganz so sehr angesehen, der mag vielleicht einen Anspruch darauf haben, aber Aldare sollte eigentlich auch als Prinzessin von edlem Geblüt wesentlich geeigneter sein. Das Problem ist, dass es noch eine dritte Front gibt, und zwar die von Romin Galahan, dem Prinzen von Kuslik. Und das könnte dann tatsächlich zu ganz, ganz großem Schaulaufen ausarten. Timur sollte, wie gesagt, eigentlich den ehesten Anspruch haben, aber du hast ihn auch schon getroffen. Du hast schon mal mit ihm Wein getrunken, er ist ein unglaublicher Schwätzer und eignet sich nicht wirklich als neuer Horas, weil er eher verzogen ist, so würdest du sagen. Unglaublich verzogen als Herzog von Chababien. Nun, wie ihr seht, ich habe diesen Artikel selber gelesen. Ich sehe große Verwerfungen in der Zukunft, auf das Horasreich zukommen. Das können wir nun wirklich nicht brauchen, wenn der schwarze Drache in Darpathien wütet. Stellt euch einen neuen Krieg vor, an der Grenze zum Mittelreich. Was würde wohl die Grenzfürsten sagen und tun? Was würde Albernia tun? Nun ja, wenn Romin Galahan die Macht an sich reißen sollte, dann wird es wohl keine Konflikte mit dem Mittelreich geben. Nun, ihr vergisst die Verbindung des Mittelreichs mit dem Hoasreich. Der Fürst oder der Herzog von Grangor ist gleichzeitig auch ein Fürst des Hoasreiches. Die Prinzessin Albernias ist mit einem Prinzen des Horasreichs verbunden.
Also, Abelmir, wollt ihr mich verarschen? Selbstverständlich weiß ich das. Nun, dann versteht ihr auch die Reichweite und die Tragik, dass Aminohoras von uns gegangen ist. Ja, ich stimme zu. Sehr tragisch, große Umwälzungen, gerade nachdem Aminohoras tatsächlich sehr lange an der Regierung war. Dass das für euch ein einschneidendes Erlebnis ist, steht ganz außer Frage. Aber ich glaube nicht, dass es so dramatisch wird, wie es hier darstellt. Nun, wollen wir es hoffen. Ich befürchte Schlimmstes. Ach, sonst gehen wir da hin und bringen einen von den beiden Säcken um, wer auch immer da, der ist der Unrecht hat. Nun ja, ist nicht so einfach. Im Grunde haben alle Rechte auf den Thron. Ja, suchen wir uns den aus, der am besten bezahlt, und bringen die anderen beiden um und fertig. Das macht man vielleicht an der Al-Anfa, aber nicht am Hoas Reich. Ja, dann nimm halt deinen Bürgerkrieg und halt die Schnauze. Ja, es ist ja jetzt nicht so, als wäre noch ein gefährlicher Drache aufgetaucht oder so. Nun ja, wenn ihr ruhig das sagt, erinnert euch an den alten Drachen, an der Kabaschpforte. Ah, ja. Nun, ihr seht, es hat weitreichende Wirkungen. Ja, vor allem, Abelmir, du bist ja auch nicht ganz sicher, wie Armenia gestorben ist. Kann natürlich auch was mit dem Jahr des Feuers zu tun haben. Aber während ihr weiter darüber philosophiert und sinniert und dann weiter auch über den Platz des Schweigens geht, könnt ihr tatsächlich dann auch Ingvacht erreichen, wo ihr dann irgendwo wahrscheinlich am Ingrim-Tempel auftaucht. Oh. Oh. Schöner Tempel. Da tue ich auch einige kräftige Damen und Herren hier. Direkt am Fluss. Schaut euch das einmal an. Naja, die beiden Elemente fast in Harmonie. Wasser und Feuer. Hm. Hier ist bestimmt doch irgendwo der Elfertempel in der Nähe. Also, irgendwo am Fluss. Ja, das wäre logisch. Dieser Fluss riecht seltsam. Was meint ihr damit? Ach, das ist nur die Schlacke. Ich weiß nicht, der riecht unrein. Eckig. Hm. Nun, was meinst du, wo wir das ganze Abwasser hinfließen? Abwas? Wenn, ich weiß nicht, müsst ihr Elfen irgendwann mal Wasser lassen? Ein Wasser. Es wird einen Moment lang verarbeitet. Ja, natürlich. Ein Wasser. Ich stelle jetzt von all die Menschen, die hier überall siehst, müssen alle Wasser lassen. Irgendwo muss das hin. Ew. Ja. Und außerdem ist es halt elementar nicht ganz reines Wasser. Da sind andere Sachen noch drin. Gelöste Erz und sowas. Gelöste Erze. Eine sehr schöne Umschreibung. Ja. Echt auch gelöster Humus. Den habe ich jetzt verstanden. Bei ihm habt ihr euren Humor, Boltax, muss ich hier zugeben. Ja. Ja, eigentlich wartet ihr nur darauf, dass Cella wieder genesen wird, was Mendarion als Elf denn hier mag. Gut, das Lied hat ihn jetzt hierher getragen und sicherlich hat das Schicksal dafür gesorgt, dass sich die Dida jetzt wieder mit der Gruppe vereint. Aber eigentlich habt ihr die nächsten paar Tage nichts zu tun. Abelmir wartet auf seine Verhandlung und wie lange das mit Cella dauert, wisst ihr nicht. Und also in den nächsten paar Tagen, in den nächsten paar Stunden Punin erkunden, durchstreifen, vielleicht auch etwas Geld und hier und da lassen, vielleicht einige Mitbringsel bei einem Händler erwerben. Können natürlich dann auch auf die ganzen Tulamiten hier treffen, auf die Horasier, auf die Novadis, die teilweise mit ihren Elefanten dann hier auf dem Markt stehen, die laut herumposaunen, einige andere Tiere wie Kamele, die dann auch benutzt werden, um über den großen Raschstuhlswall nach vorne zu stoßen, sodass ihr hier allerlei merkwürdige Dinge kennenlernen könnt, die viele von euch noch nie gesehen haben. Ich würde mal, wenn wir gerade allein in der Villa sind, alle zusammenberufen, nur dass wir das mal besprechen. Ihr erinnert euch noch alle an das Kind, das wir uns kümmern wollten? Ja. Selbstverständlich. Und ihr wolltet das mit, doch... Lässt du den irgendwo stehen? Der kann sich das gerne anhören, der Junge ist so weg, dass wir... Ich dich auf. Und ich dachte, ihr wolltet das jetzt diesen Magier geben, oder nicht? Vielleicht? Es ist eine Möglichkeit. Aber allerdings ist das Wichtigste,
wenn sie ihr Gedächtnis wiederbekommt, hat sie das erste, letzte und das mittlere Wort. Ja, ist richtig, aber wenn ihr wolltet doch, dass das Kind auf keinen Fall nach Gareth kommt, und wenn die jetzt gerade in Gareth sind und wir hier eh nur rumgammeln, möchte ich fast sagen, wäre es dann nicht gut, dass die hier hinkommen? Wenn wir die Option halt vorschlagen wollen? Wir könnten ihnen einen Brief schreiben. Dann könnten die sich so kennenlernen, versteht ihr, was ich meine? Also ja, ehrlich gesagt, ich verstehe, was ihr sagt, Rafim, und eigentlich wäre ich dafür. Ich würde aber trotzdem erst einmal abwarten, was der Rabe erreichen kann hinsichtlich des Gedächtnisses. Es bringt nichts, uns irgendwelche Pläne zu machen, die wir dann doch wieder umwerfen müssen, richtig? Das halte ich für sinnvoll. Naja, aber selbst wenn der Rabe nichts erreichen kann, würde ich die Frau gerne in den Händen von Leuten lassen, denen ihr zumindest vertraut. Durchaus. Und in diesem Fall würden wir natürlich eine Nachricht nach Gareth schicken. Okay, gut. Ich wollte es nur mal vorgeschlagen haben. Nicht, dass wir jetzt hier tagelang rumsitzen und dann... Ich wollte es nur mal vorgeschlagen haben. Nur zur Not werden wir wohl hier bleiben, um über die Sicherheit von den beiden zu wachen. Ihr erinnert euch noch an die Siegel auf meiner Hand, den Drax und Wahrung? Weil da müssen wir uns irgendwann drum kümmern und ich glaube, bald ist eigentlich eher so die Lösung. Bin mir sicher, der Wind wird uns früher als später wieder in diese Richtung bringen. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Ihr erinnert euch ja noch an diesen Brief, weswegen wir angeklagt worden sind von Alara. Ja, ich erinnere mich dunkel, ja. Ja, mit den Truppen, die eventuell von einem gewissen Feldherrn geschickt worden sein könnten oder auch nicht. Ja. Haben wir da eigentlich mal drauf geantwortet? Ansonsten ist es nämlich sehr wahrscheinlich, dass die Truppen bald vor Gareth stehen. Also ich habe da drauf nichts gemacht. Hat einer von euch was gemacht? Nein, es stand keine Adresse darauf, an die wir uns hätten wenden können. Es war wohl ein rhetorischer Brief. Eine Kenntnisnahme, eine Information sozusagen. Aber hatten wir nicht darüber gesprochen, dass wir irgendwie mit dem Brief umgehen müssten? Naja, keine Ahnung. Vielleicht hat Jalan das ja gemacht.